Ich muss jetzt ganz schnell ins Zeugenschutzprogramm. Ich muss meinen Job in der großen Krabbe aufgeben. Ich werde nie wieder einen saftigen Krabbenburger braten. Oh, was habe ich getan? Oh, was ist das? Ey, yo, Sponjo. Wir waren kurz bei dir in der Gegend und haben beschlossen, dein geliebtes Haustier Gary mitzunehmen. Wenn du ihn sehen willst, dann beweg besser deinen porösen Hintern rüber zum Showdown. Es grüßen Sharkface und die anderen Sharks. Gary! Nein! Ich muss Gary retten, das heißt, ich muss zu dem Showdown. Ich muss mich für den Kampf bereit machen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Verfischt euch, Potz, sonst muss ich euch wehtun. SpongeBob, was hast du denn hier zu suchen? Thaddäus? Oh nein, ich bin in die Gang hier geraten und muss in diesem Showdown kämpfen, um Gary zu retten. Und ich will nicht ins Zeugenschutzprogramm, aber ich kann nicht gegen dich kämpfen, du bist doch mein Freund. Was erzählst du denn da für eine Algengrütze, du Quallenhelm? Wir sind eine Tanztruppe. Eine Tanztruppe? Wie meinst du das? Na, wie soll ich das wohl meinen, du Schwachschwamm? Dies hier ist ein Tanzshowdown. Hier will gar niemand kämpfen. Aber was ist mit den kreischenden Mädchen, die in Ohnmacht gefallen sind? Ach das? Das sind nur unsere Fans. Die kreischen ständig bis zur Bewusstlosigkeit. Aber was ist mit dem Obstverkäufer? Der hat euch doch zitternd sein ganzes Obst geschenkt. Das ist ein Gesundheitsfreak. Er hat immer Angst, dass wir nicht genug Obst essen, weil Obst euch in Form hält. Aber was ist mit dem Club? Der Hausmeister hat gesagt, ihr hättet ihn zerlegt. Das war nichts als ein blöder Unfall. Und seitdem fehlt uns auch Johnny. Johnny dachte, er schafft eine vierfache Pirouette. Er hat das Gleichgewicht verloren und ist gestürzt. Dabei hat er einige Flurschäden angerichtet. Er wird tagelang nicht mehr tanzen können, vielleicht sogar eine Woche lang. Johnny, nein! Ach, hör mir auf. Aber ihr habt doch auch Gary entführt. So etwas würden wir niemals machen. Ja, wir haben ihn nur abgeholt. Gary ist unser DJ. Yay, ich bin doch kein Verbrecher aus Mitgliedschaft. Und jetzt hör bitte auf zu quatschen, wenn's geht. Oh, du hast ja so recht. Gary, leg eine heiße Scheibe auf. Die Polente. Was haben wir euch vorhin eigentlich gesagt? Tut mir sehr leid, Herr Wachtmeister. Wir haben doch nur getanzt. Das nennst du tanzen? Los, mach Platz, Jungchen. Hier geben nur wir den Takt an. Oh nein, das sind die von der Dienstaufsicht. So, mit dem Gehampel im Dienst ist jetzt Schluss. Es ist allerhöchste Zeit für was Frisches. Tja, das war's wohl. Niemand hat eine Chance gegen die Dienstaufsicht. Überlass das mal dem Schwamm. Ey, yo! Yeah, Kung Fu Rock, Kung Fu Rock. Kick off your socks, get a clap on the chops. Swing one, swing two, smack down, pop. That's how you do the Kung Fu Rock. Die Sieger sind SpongeBob Schwammkopf zusammen mit den Sharks. Yes! Yeah! Das Freizeitzentrum ist gerettet. Welches Freizeitzentrum? Jetzt ist jeder von uns ein Gewinner. Yeah! Ich habe gar nichts gewonnen.